Weil in Baldurans Turm, worum in geht, ich werde mich Durlaks im Turm, Handumdrehen darum kümmern. Müssen wir viel Wie kämpfen. ihr wünscht. So, wir ich sind werde mich bei im Durlaks Handumdrehen Turm darum angekommen kümmern. Und da ist Erdane. Was hast du für uns? Habt ihr etwas gesagt? Tretet näher, tretet ruhig näher. Wir kommen in im wunderbaren neuen Zeitalter der merkantilistischen Expansion. Meine Damen und Herren, ein wunderbares neues Zeitalter, in dem selbst der Tod noch zu Geld gemacht wird. In dem Geld aus dem Schrecken gemacht wird, meine armen Kinder. Geld aus Verlust und Schmerz und Sehnsucht. Geld aus zerstörter Schönheit und befleckter Ehre. Geld aus dem Wahnsinn eines Mannes. Nun, meine lieben Voyeure, fragt nicht, was ich für euch tun, was ihr für mich tun könnt, sondern was ich für euch tun kann. Ah, ihr macht mir Sorgen. Was kann ich für euch tun? Was könnt ihr für mich tun? Ah, Selbstsüchtige, fragt direkt und ohne Schweife. Da ist keine falsche Pietät in eurer aufgeblähten Seele verborgen. Nun, wenn ihr fragt, ich bin ein Verkäufer des Zynismus und ein Händler des Unheils. Wenn ihr euch darauf versteift habt, euch selbst in diesem krötenähnlichen Felsturm zu verlieren, kann ich euch dabei helfen, sicherzustellen, dass ihr nicht das ganze schöne Gold mitnehmt. Ah. Er verkauft Gedönse. Oh, ein paar Bolzen vielleicht. Also wenigstens einen Stack Bolzen. Die verkauft er einzeln, die Kugeln. Das sind 44 Kugeln. So. Trank der Meisterdiebeskunst verkauft er auch jede Menge. Stab des Feuers verkauft er einen. Ne, das sollte erstmal reichen. Ja, Bolzen habe ich total vergessen, ja, aber ich benutze ja nicht so viel Bolzen. Also ja, wir sind bei Durlaks Turm angekommen, haben ein bisschen geshoppt. Hier geht's nicht weiter. Also ja, was Durlaks Turm angeht, ist das eine richtige Hassliebe eigentlich. Ich mag das Design von diesem Dungeon. Ich mag es nur nicht, diesen Dungeon zu machen. Nur zu fragen. Okay, der Schlachtenschreck, der erste Schlachtenschreck jedenfalls ist tot. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Für aber natürlich, Schätzchen. Sagt an. Aber den Nebel ziehen. Schlachtenschreck nicht beeinflusst, die Auswirkungen von Gesundheit absorbiert. Ja. Okay. Schlachtenschreck sind übrigens recht starke Gegner eigentlich. Merkbar auch an den XP, die sie bringen. Thank you.
Ganz ehrlich, solange wir dort drin sind, kann ich ja eigentlich mal den Edelsteinbeutel nehmen. Wie ihr wünscht. Wo, wie ihr wünscht. Safana hat eh nicht viel Platz. Also ja, die zwei Schlachtenschrecken haben jetzt der Gruppe gute Erfahrung gebracht. Oh, Doppelgänger gibt's ja auch noch welche, ha. Ja, ich werde mich in Hand umdrehen darum kümmern. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Doppelgänger hingegen bringen nicht so viele Erfahrungspunkte. Ja, ihr braucht nur zu fragen. So, und da ist der Eingang zu Durlaks Turm. Und da ist Ike wieder. Tretet näher! Tretet ruhig näher! Es wird aber auf Zettelsee eintrudeln. Länger warte ich nicht mehr. Die anderen sind bereits drin. Wenn ihr mir jetzt nicht folgt, seid ihr selber schuld. Den Gang zurück gibt es nicht. Die Führung wird wegen euch nicht später anfangen. Also los geht's. Also ja, ich sollte hier vielleicht mal die Weg, das Wegding anlassen. Sieht, wie der Turm drohend vor uns auffragt, während wir uns nähern. Noch nie zuvor und auch nie danach werdet ihr so etwas sehen. Ein Monument für den Triumph eines Mannes und seine Naretei. Der Turm und das Labyrinth darunter wurden vor vielen Jahren vom Zwergenheld Durlak Donneraxt erbaut. Es soll das Heim für ihn und seinen Clan werden. Seine enormen Reichtümer sollen ganze Räume eingenommen haben. Angeblich hüfthoch gefüllt. Die Reichtümer, die er angesammelt hatte, sollte seinem Clan Rückhalt bieten. Doch letztendlich führten sie zu seinem Fall. Ja, der Turm und das Labyrinth darunter wurden vor vielen Jahren vom Zwergenhelden Durlak Donneraxt erbaut. Er soll das Heim für ihn und seinen Zwergenclan werden. Seine enormen Reichtümer sollen ganze Räume eingenommen haben, angeblich hüfthoch gefüllt. Die Reichtümer, die er angesammelt hatte, sollten seinen Clan Rückhalt bieten. Also ja, bevor wir reingehen. Gucken wir uns hier nach Untoten um. Oh. Hi. Eine Schicksalswache. Das ist noch bis ein Tick böser als die Schreckenswache. Wie kann ich helfen? Nimmt aber wenigstens Schaden. Okay, ich nehme es zurück. Sie ist nicht böse. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Die Skelette jedoch sind niedlich.
Okay, in die Richtung geht's nicht weiter, nur in die Richtung ein bisschen. Also ja, allein von den Erfahrungspunkten her schon sind die Schreckenswachen böser als die Schicksalswachen. Das wird kein schneller Tod. So, dann gehen wir noch hier lang. Und ja, der da drin soll warten. Oh, hi-o. Geht erstmal ihr drei hoch. Ja. So, und das ist wieder ein Schlachtenschreck. Ja, und Pfeile werde ich gleich erst aufsammeln. Wir sind nämlich an einem Punkt, an dem uns normale Pfeile nicht mehr viel bringen. Au, die schießen auf Nera. Können die nur. Das gefällt mir jetzt wiederum. Also ja, auch hier tauchen immer wieder neue Gegner auf. Wodurch ich mich echt frage, wie dieser Ike hier Leute herkriegt. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Wo? Ich werde mich in Hand umdrehen, da oben. Stimmt. Ja. Ich werde mich in Hand umdrehen, da oben kümmern. Dinge, die es nur in Baldur's Gate 1 gibt. Einer der bösesten Gegner, das Wetter. Deswegen gehen wir jetzt mal rein ins Trockene. Heilen ihn noch ein bisschen. Worum geht es diesmal?
Quicksave machen, weil gleich geht ja wieder die Post ab hier drin.